Heute vergleiche ich das Xiaomi Redmi Note 10 mit dem Redmi Note 10 5G. Ein aufregender Vergleich. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Redmi Note 10 eindeutig mit 58 zu 48 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: Spritzwasserfestigkeit, 11,2 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 0,8 mm schmaler, 1,3 mm kürzer und 8,5% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 10 eindeutig mit 69 zu 52 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 1% höhere Pixeldichte, 700 Nits heller, Bildschirm ist immer an und hat Saphirglas-Display. Das Redmi Note 10 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 1,1% größere Bildschirmgröße und 1,5-fach bessere Bildwiederholungsrate. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Redmi Note 10 5G mit 86 zu 82 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 12,3% schnellerer Prozessortakt, 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 11,1% höheres Benchmark-Ergebnis, 4 GB größerer Speicher und 150 MHz schnellere GPU mit Turbo-Speed. Das Redmi Note 10 hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil: 4W niedrigere TDP Thermal Design Power. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Redmi Note 10 mit 68 zu 64 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 15,4% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, und es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Das Redmi Note 10 5G hat auch etwas vorzuweisen und folgenden Vorteil: 20% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Redmi Note 10 eindeutig mit 83 zu 33 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Redmi Note 10 haarscharf mit 61 zu 60 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Eigenschaften. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 10 sehr knapp mit 82 zu 80 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat einen Infrarotsensor, hat Sprachsteuerung und hat einen Iris-Scanner. Das Redmi Note 10 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 2-fach schnellere Downloads, unterstützt NFC, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 40% schnellere Uploads und unterstützt 5G. Ergebnis. Mit 69 Punkten schlägt das Xiaomi Redmi Note 10 in der Gesamtwertung knapp das Xiaomi Redmi Note 10 5G mit 65 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.